Was würden Sie als Flüchtling am meisten vermissen? Natürlich die Heimat. Wahrscheinlich die persönlichen Beziehungen zu Nachbarn und Freunden. Ich glaube, meine, ja, je nachdem die Kinder, wenn ich nicht mit den Kindern fliehen kann. Freunde, vor allen Dingen Familie und wahrscheinlich meinen Beruf. Wo ich herkomme, meine Heimat. Ich würde meine Heimat am meisten vermissen. Meine Heimat? Die Heimat, ne? Die Heimat. Ja, meine Heimat. Meine Heimat. Die Heimat. Die Frage, die hat einen Haken. Meine Familie, Freunde. Weil das einen ganz wesentlichen Teil des Lebens ausmacht, nämlich das, was einen so einem die gewisse Leichtigkeit gibt. Also ich denke, also einfach mal die Hilfsbereitschaft. Aber das ist von Flüchtling zu Flüchtling erstmal unterschiedlich, ne? Welche Erwartungshaltung ich habe. Also erstmal, dass ich leben kann. Ne? Wenn ich flüchten würde, würde ich am meisten meine Familie vermissen. Ich glaube, meine vertraute Umgebung, die Menschen um mich herum und einfach, ich glaube, meinen Alltag. Meine Freunde, einfach mein Land. Ich glaube auf jeden Fall meine Familie und das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, meine Kultur, weil ich... Das ist so ein Stück Heimat und das macht echt ein Stück Lebenswert aus. Und das würde ich auf jeden Fall ziemlich stark vermissen. Ich denke mein Zuhause. Meine Familie. Vermutlich Sicherheit im Sinne von, dass ich weiß, was morgen passiert oder in einer Woche passiert oder in einem Monat passiert oder in der nächsten Stunde passiert. Als Flüchtling, wohin würden Sie flüchten? Es gibt so viele Länder, wo man hingehen könnte. Ich würde vielleicht nach Deutschland gehen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das habe ich mich schon oft gefragt. Wüsste ich nicht. Vielleicht nach Amerika, wenn es geht. Ja, nach Deutschland. Ich glaube, weil hier die Lebensperspektiven einfach am besten sind. Wenn du das mit den anderen Ländern in Europa vergleichst, ist Deutschland auf jeden Fall ein Land, das dir die meisten Chancen bietet. Ja gut, wenn ich jetzt hier raus müsste, wenn ich jetzt Flüchtling wäre, würde ich Schweiz, Österreich... würde ich flüchten erstmal, dass ich da erstmal sicher bin. Nach Kanada, weil da meine Tochter wohnt. Das ist eine schwierige Frage. Nach Deutschland, weil man hier am besten eigentlich aufgehoben ist sozial. Also da ich als Flüchtling weiß, dass also meine Region, wenn ich jetzt mal die warmen Regionen nehme, da nicht hin kann, obwohl ich da also mehr hingehöre, würde ich also Europa nehmen. Und da ist halt auch noch nicht so eine riesige Flüchtlingspolitik wie Italien hat, wo man nur einer von vielen ist, glaube ich, hast du hier eine ziemlich gute Chance, ein gutes Leben aufzubauen. Weil ich als Flüchtling zu hören bekomme, dass ich da besser leben kann als in meinem eigenen Land.